Und da sind wir wieder in Bad Frankenhausen. Wie in einer meiner letzten Folgen schon gesagt, wollen wir uns ja auch noch ein bisschen um etwas Güter und Waren kümmern. Wir werden jetzt dann mal schauen, ob wir in Bad Frankenhausen ein bisschen was an Waren anliefern können. Wir haben hier zum Beispiel gefordert Werkzeuge, Lebensmittel, Waren, Baumaterial, Maschinen, Treibstoff. Überall sind wir schlecht. Wir werden jetzt mal versuchen, ob wir ein paar Lebensmittel herbekommen nach Bad Frankenhausen. Dazu schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Lebensmittelfabrik schon finden. Wir haben hier sogar schon eine Lebensmittelfabrik. Produziert natürlich noch nichts, weil wir keine Linie angeschlossen haben. Wir benötigen Mais und Kühe, Vieh für diese Lebensmittelfabrik, was dann in Lebensmittel umgewandelt wird. Schauen wir mal, ob wir eine Lebensmittelfabrik finden, eine Farm finden. Hier oben sehe ich gerade, haben wir sogar noch mal eine Lebensmittelfabrik. Und wir haben Glück, genau zwischen beiden haben wir sogar einen Bauernhof. Jetzt würde man mal sagen, schließen wir als allererstes mal. Da können wir sogar eine Belieferung mit Lastwagen machen. Brauchen wir keinen Zuganschluss. Hier würde man dann, würde ich sagen, machen wir einen Zuganschluss, damit auch die Stadt Bergheim mit den Lebensmitteln versorgt wird. Da können wir ja dann einen Zuganschluss machen. Ja, dann tun wir mal als erstes hier ein LKW-Depot bauen. Wir nehmen gleich mal wir nehmen hier einen Umschlagplatz, weil wir ja eventuell hier oben auch dann beliefern wollen. Brauchen wir einen ein bisschen größeren. Schauen wir mal, wie wir hier anschließen können am besten. Die Straße ist ein bisschen blöd hier mit dem X. Legen wir es so an, dass es schön mittig ist. Dann würde ich mal sagen, tun wir unsere Straßen ein bisschen aufbessern, damit die LKWs ein bisschen flüssiger fahren können. Nehmen wir uns mal eine Straße, bei der wir mindestens 50 fahren können. Die bessern wir hier mal auf. So. Damit wir auch in die Stadt liefern. Machen wir hier die Straße auch gleich noch. Wir müssen nämlich dann unsere Depots beliefern hier. Da bauen wir dann hier am besten auch noch ein Depot hin, damit auch dieser Stadtteil versorgt wird mit Waren. Hier sieht man nämlich, was alles im Umkreis versorgt wird, wenn wir das hier anschließen. Ist ein bisschen alles schlecht hier. Schauen wir mal hier in die Mitte rein, dass wir so wenig Häuser wie möglich kaputt machen. Aber hier wird schon am meisten versorgt, wie ihr seht. So, da machen wir. Leider muss ein Haus dran glauben. Aber dann haben wir hier schon mal ein Depot. Hier dieses Depot versorgt die Häuser. Ich denke mal, hier werden dann auch bald noch andere Häuser kommen. Dieses Depot versorgt jetzt fast den ganzen Innenstadtbereich. Da sind wir dann schon mal gut aufgestellt damit. Jetzt brauchen wir hier noch einen Ladehof, damit die Waren auch in die Fabrik gelangen. So. Hier tun wir unser Gelände noch mal ein bisschen anpassen. Mir gefällt es immer nicht so, wenn es hier so abgehackt ist. Jawohl. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, dann haben wir ja theoretisch jetzt schon den Bauernhof angeschlossen, die Lebensmittelfabrik angeschlossen und wir haben unsere beiden Depots, wo wir die Ware hinliefern können, wo dann die Einwohner diese abholen können. Dann tun wir schon mal eine
Linie einrichten. Ich würde sagen, wir machen zwei getrennte Linien. Wir machen einmal eine Linie nur von dem Bauernhof zur Lebensmittelfabrik. Unsere Versorgung machen wir mal ein bisschen in Brauntönen. Dann würde ich sagen, kaufen wir hier gleich zwei Fahrzeuge oder mehr. Wo haben wir denn unser Fahrzeugdepot? Hier oben haben wir unser Fahrzeugdepot. So, wir brauchen für Getreide und für Vieh. Dann tun wir mal Güter. Dann, welche Fahrzeuge haben wir denn? Wir nehmen natürlich in LKW keine Pferdekutschen, da sind wir ja morgen dann noch nicht da. Hier passen 8 Stück rein. Wir sagen, dass das hier nur Vieh transportieren soll. Davon kaufen wir 2. Die tun wir gleich mal unserer Linie zuweisen. Und dann kaufen wir noch 2, wo nur Getreide transportiert. Und da kaufen wir auch 2. Schon sind die schon mal unterwegs. Jetzt tun wir unsere Linie nur noch schnell umbenennen. Das vergesse ich immer gern. Hier machen wir wieder draus. Machen wir Güter. Bauern, Hof nach Lebensmittel. So. Und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Linie für die Versorgung von der Stadt. Wie machen wir das am besten? Wir lassen einmal hier fahren. Dann haben wir hier mitten in der City und dann lassen wir hier die Fabrik noch anfahren und dann wieder zurück, um neue Ware zu holen. Dann machen wir wieder einen Braunton. Die Linie benennen wir Lebensmittel nach Bad Frankenhausen. Dann kaufen wir für die Linie auch noch Fahrzeuge. Da brauchen wir ja jetzt wieder einen Güter- und LKW. Da ist es wurscht, welche Waren er transportiert, weil er wird wahrscheinlich nur Lebensmittel abholen. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal 4 Fahrzeuge gleich. Die weisen wir jetzt wieder der Linie zu. Und schon setzen sich die Fahrzeuge in Bewegung. Schauen wir mal, wie es aussieht. Hier wird schon Ware bereitgestellt von der Lebensmittel vom Bauernhof. Oh, jetzt hat auch die Produktion gestartet. Hier startet leider noch nichts. Jetzt tun wir unsere Linien noch ein bisschen anpassen, dass die LKWs nicht umsonst fahren. Tun wir sie so einstellen, dass sie auf jeden Fall so lange warten müssen, bis die Ware voll ist. Das geht hier hinten. Lade, wenn vorhanden. Vollladen einer Fracht. Und hier sollen sie ja nur ausladen eigentlich. Nur entladen. So, das gleiche machen wir jetzt mit unserer anderen Linie auch. Hier in Bad Frankenhausen Süd soll auf jeden Fall so lange gewartet werden, bis vollgeladen ist. Beim Haltepunkt können wir machen, laden, wenn vorhanden. Und hier auch laden, wenn vorhanden. Oder nein, hier machen wir nur auf Entladen. Dann ist hier auf jeden Fall Endstation und der LKW fährt wieder zurück.
So, jetzt gefällt mir nur noch nicht die Namen von diesen Fabriken hier. So, dann die nennen wir Bad Frankenhausen Bauernhof. Und dieses hier nennen wir Bad Frankenhausen Lebensmittel. So, jetzt müsste der das ja eigentlich auch bei den Linien übernommen haben. Jawohl, hat er übernommen. So, der erste LKW fährt schon mit 8 Kühen. Der zweite LKW fährt scheinbar auch schon mit 8 Kühen. Der dritte LKW hat 8 Lebensmittel. Der vierte LKW hat auch 8 Lebensmittel. Schon wird wieder produziert. Jetzt warten natürlich hier die LKWs. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann ein Problem, dass wir hier einen Stau haben. Schauen wir mal, ob wir ein größeres Depot kriegen. Dann können wir nämlich die Linien, oder hat der sowieso schon 2 Halteplätze. Da haben wir jetzt nicht drauf. Er hätte sogar schon 2. Müsste theoretisch klappen. Na, jetzt steht natürlich der Viehtransporter hier mit dem Stau. Die LKWs machen auf jeden Fall schon mal Platz. Schauen wir mal, wie die sich hier alle schön beladen. Beziehungsweise entladen. Hier wird jetzt schon entladen. Viehtransporter sind schon leer. So, fährt der nicht ab? Ich glaube, die warten hier immer ein bisschen, bis sich die Abstände von den Fahrzeugen einpendeln. Auf jeden Fall hat schon die Produktion von Lebensmitteln begonnen. Hier sieht man schon die Warenankunft. Ja, die fahren hier in Abständen ab, damit sich die LKWs ein bisschen verteilen. Aber ich würde sagen, wir machen hier draus am besten ein größeres Depot, damit sich die LKWs hier nicht so im Weg stehen. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell die Linien an, damit die nicht alle im gleichen Terminal landen. Güterbauernhof landet im Terminal 1. Und die Abfahrt ist dann im Terminal 3. Oder lassen wir lieber die Ankunft von der Ware im Terminal 2 enden. Ach nee, nicht Bauernhof. Hier ein Lebensmittel. Lassen wir im Zweier ankommen. Dann verteilen sich die LKWs ein bisschen besser. Und die Abfahrt machen wir dann im Terminal hier drüben. Im Einser Terminal. Na, lassen wir es doch lieber im Zweier Terminal. Ups. Dreier Terminal.
Dann verteilen sich die nämlich ein bisschen besser. So, jetzt sind alle LKWs unterwegs. Wo sind denn meine LKWs, die wo die Lebensmittel wegbringen? Ach, hier fahren sie. Haben sie denn auch was geladen? Der hat ja noch gar keine Lebensmittel. Der auch keine. Der auch noch keine. Der hat schon 8 Lebensmittel geladen. Den verfolgen wir jetzt mal, wo er hinfährt. Eine neue Straßenbahn ist verfügbar. So, jetzt fährt er hier ins Depot rein. Schauen wir mal, ob er seine 8 ausladet oder ob er noch ein paar mitnimmt zum anderen Depot. Jetzt warten natürlich die LKWs wieder ein bisschen auf Abstand, damit sie nicht so eng aufeinander fahren. Jetzt fährt der zweite ab. Jetzt müsste dann gleich der dritte abfahren. Naja, gucken wir doch erstmal wieder zu unserer Fabrik, wie es dort aussieht. Ups, ein bisschen zu weit. Ja, was hängt es? Wo hängt es denn hier? So. Jetzt werden schon einiges an Lebensmitteln produziert, wie man sieht. Hier warten jetzt schon 24 Brote bzw. Lebensmittel auf Abholung. Hier wird fleißig produziert. Da wird schon wieder gewartet, dass die nächste Getreide und Vieh angeliefert wird. Hier kommt schon Getreide. Was hatte der gebracht? Der hatte Vieh gebracht. Sind auch genügend schon vorhanden. Schauen wir uns hier nochmal schnell die Linien ein bisschen an. So, wieder fährt einer ab mit 8 Getreide. 2 Kühe warten schon. Produktion läuft gut. Hier kommt schon wieder der nächste LKW zurück. Hier wird jetzt gleich abgeliefert. Dann wird hier das Lager wieder gefüllt von der Lebensmittelfabrik. Und schon fährt er rein. Wie gesagt, hier wartet schon Lebensmittel zur Abholung. Jeder seine Kurve zur Ablieferung und dann müssten sich hier das Lager füllen. Und schon füllt sich das Lager. Okay, und schon wieder warten die nächsten Lebensmittel jetzt schon 32. Dann schauen wir mal, wo unsere LKW bleiben. Weit und breit kein LKW zu sehen. In der Fabrik steht auch keiner mehr. Hier fährt ein LKW rum. Der fährt wieder nach Lebensmittel. Hier ist im Moment auch nichts vorhanden. Die Post sieht gut aus. Oh, jede Menge Passagiere, wo wir warten. Wo bleiben die nächsten Züge? Oh, hier wird fleißig gebaut. Eine kleine Siedlung. Züge sind auch keine zu sehen. Schauen wir mal, wo sind denn unsere Züge alle? Hier oben fährt gerade einer nach Bergheim. 52, wie viele Passagiere hat er? 41 ist an Bord. Wo ist der zweite Zug? Der fährt gerade nach oben. 56 Millionen haben wir auf dem Konto, dann können wir eigentlich unseren Kredit zurückzahlen, wo wir aufgenommen haben, die 30 Millionen. Können wir eigentlich theoretisch alles zurückzahlen, dann zahlen wir weniger Zinsen. Zahlen ja schließlich 300.000 Zinsen jeden Monat. So, schauen wir noch ein bisschen nach unserer Fabrik. Hier wird schon wieder fleißig abgeliefert.
Was kommt hier? Hier kommen Kühe. So, wo bleiben denn unsere LKWs zum Lebensmittel liefern? Das wollen wir uns noch angucken. Hier kommt schon einer. Der jetzt Lebensmittel abholt. Später können wir uns ja dann auch neuere Fahrzeuge. Hier ist schon einer drin, den bis dann können wir natürlich den beobachten. Ach nee, das sind die Kühe. So. Später können wir uns ja dann größere Fahrzeuge kaufen, damit mehr Ware transportiert wird. Hier stehen jetzt schon Container bereit für Lebensmittel. Der wird jetzt dann 8 Stück davon mitnehmen. Jawohl, schon ladet er ein und ab geht's. Auslastung ist jetzt schon bei 90 Produktion. Auf dem Bauernhof ab bei 92 Produktion. Da kommen die nächsten LKWs, um die Lebensmittel abzuholen. Perfekt. Hier stehen auch schon jede Menge Passagiere an der Bushaltestelle und warten, dass ein Bus kommt. Hier wird fleißig gebaut. Ich denke mal, hier wird auch bald alles mit Häusern bedeckt sein. Dann würde ich sagen, tun wir diesmal mal ein bisschen hier unterstützen die Stadt, indem wir selbst ein paar Straßen legen. So. Dann haben wir auch schon mal eine Straße gelegt. Ja, liebe Zuschauer. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst, ob es euch gefallen hat. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Macht's gut. Tschüss.